Lieblingsberg in Graubünden? Gute Frage. Welchen ist es? Das Weisshorn, das Arosa. Ja, mit den Großeltern. Einfach ein bisschen zusammen sein, ja. Ja, es ist einfach die Äpfelküchle, die es gehabt hat, dort oben. Und ja, das Essen und ja. Na gut, ich wandere nicht ganz so viel. Ich laufe halt oben rum Richtung Rothorn und komme dann wieder runter nach Lenzerheide. Da trinke ich dann einen Kaffee und dann laufe ich wieder zurück. Das ist eigentlich, ich mache keine großen Touren so. Ja. Das Rothorn. Weil ich seit 44 Jahren jetzt daherkomme und mein Opa mich dahergebracht hat ursprünglich und da. Das ist eigentlich so der Hausberg. Das Land verloren. Ich bin jetzt seit 4 Jahren, ich wohne seit 4 Jahren da und seit 4 Jahren ist immer eine Challenge. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Bergregion, ich finde Flims, finde ich sehr schön. Flims Platz, cool. Madrisa, in Klosters. Also früher hat es ein mega cooles Kinderland gegeben und im Sommer immer auf die Rutschen. Ich kenne einfach Greina hoch, aber die finde ich sehr schön. Das ist in den Berg, aber... Nein, den oben finde ich cool, weil man kann recht rauf, also man kann rauffahren, also drüber fahren. Und dann kann man von der Passstraße durch die Seite und einfach laufen. Halt. Muertes Morail und Gorwatsch. Die Weite und Seen und dann Berge halt rechts und links.